Bayla Wilson ist eine Sängerin und Songwriterin aus Nashville in Tennessee. Als Kind nahm sie an Cheerleading-Wettkämpfen teil, brachte sich aber auch selbst das Gitarrespielen bei, um familiäre Probleme zu verarbeiten. Da es mit dem Cheerleading nicht klappte, entschied sie sich für die Musik und zog für das College nach Nashville. Während ihres Studiums erhielt sie die Möglichkeit, an der Fernsehshow Survivor teilzunehmen. Zu dem Ende der Show hatte sie ihre Musikkarriere auf den Weg gebracht und sich einen Plattenvertrag gesichert. Doch eine Einladung zu einem Gottesdienst sollte Baylas Leben und ihre Karriere für immer verändern. Bitte begrüßen Sie Bayla Wilson. Bayla Wilson, hallo, willkommen. Schön, dass Sie den weiten Weg aus Nashville gekommen sind und heute hier sind. Erzählen Sie uns aus Ihrem Leben. Sie haben eine interessante Vorgeschichte. Sie haben bei Survivor mitgemacht und sind Country-Sängerin. Wir haben im Intro schon davon gehört, aber erzählen Sie uns doch noch ein bisschen mehr. Gerne. Ich bin in Dallas, Texas aufgewachsen und meine Mutter war Cheerleaderin. Sie war eine alleinerziehende Mutter und brauchte einen Job, also eröffnete sie ein Cheerleading-Studio. Ich habe schon mit 5 Jahren Saltos und Stunts gemacht, weil mir langweilig war, ehrlich gesagt. Im Fitnessstudio habe ich Saltos gemacht und ich bin sehr dankbar, dass ich das gemacht habe, weil es mich beschäftigt hat und mich aus Schwierigkeiten herausgehalten hat. Und es hat mir auch eine Menge Disziplin im Cheerleading-Sport beigebracht, was mich wiederum zum Singen gebracht hat. Während meiner Schulzeit brach meine Familie auseinander und ich brauchte etwas, um all die Gefühle und Angst loszuwerden. Deshalb brachte ich mir Gitarre bei, kam so auch zum Songwriting und lernte dadurch die Nitty Gritty Dirt Band kennen. Weiß jemand, wer das ist? Ja, komm schon. Oh Mann, ich habe noch nie von dieser Band gehört, aber viele Leute scheinen sie zu kennen. Ist ja toll. Noch jemand? Gut. Ich traf Jeff Hanna, den Sänger, durch Zufall, aber in Wirklichkeit war es Jesus, der mein ganzes Leben geplant hatte. Und er sagte mir, ich sollte nach Nashville ziehen. Also bin ich nach Nashville gezogen und so bin ich dort gelandet. Ich bin dann auf die Belmont University gegangen und irgendwie in der Show Survivor gelandet, was verrückt ist. Ich bin sehr dankbar dafür. Während dieser ganzen Zeit war ich auf der Suche nach Jesus. Ich wusste nur nicht genau, wo ich ihn finden kann, bis er mich fand. Ich weiß, dass Sie mal gesagt haben, Sie hätten das Etikett Christin, wie viele andere Menschen auch. Das wird zu einem Etikett, wie man sagt. Meine Nationalität ist amerikanisch, meine Religion ist christlich. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem und einer wirklich radikalen persönlichen Beziehung im Geist. Wie kam es dazu? Sie kamen aus der Country-Musik zum Lobpreis. Erzählen Sie uns von dieser Geschichte. Es war eine große, große Veränderung. Ich war gerade ein Jahr mit dem College fertig, lebte in Nashville und versuchte, in der Country-Musik Fuß zu fassen. Ich war unglücklich, ganz ehrlich. Aber ich habe das niemandem wirklich gesagt. Ich habe nach außen hin wie eine Optimistin gelebt. Eine Freundin von mir lud mich zu einem Abendgottesdienst ein und ich sagte, okay, ich komme, warum nicht? Ich kam zu der Adresse, die sie mir geschickt hatte, von der ich gedacht hätte, es wäre eine Kirche. Es war aber eine Autowerkstatt. Gott kann überall etwas bewegen. Auf jeden Fall, ja. Ich erinnere mich, dass ich hineinging und dachte, was für eine Kirche ist denn das? Aber ich ging hinein und erlebte die greifbare Gegenwart Gottes, seine Heiligkeit. Die Anbetung im Raum war nur akustisch und stimmlich, aber das hatte genug Kraft und Präsenz für mich, um mein ganzes Leben zu verändern. Ich vollzog eine Umkehr und wandte mein Leben Jesus Christus zu. Ich ging zurück zu meinen Country-Musik-Freunden und Schreibern und sagte, hey Leute, ich will Jesus-Songs schreiben. Ich weiß es nicht, aber sie dachten, vielleicht ist er ein bisschen verrückt. Aber es war erstaunlich. Dann fragten sie, was ist mit dir passiert, Bayla? Und bevor ich wusste, was ich als Christin sagen sollte, sagte ich, Jesus ist passiert. Das ist das Lied, das Sie hier gleich singen werden. Ich habe es schon im ersten Gottesdienst gehört. Ein wunderbares Lied. So sind Sie also auf den Titel gekommen, weil dieser Satz einfach aus Ihnen heraussprudelte. Jesus ist passiert, als wäre das ein Lebensereignis. Ja, ein großes Lebensereignis und das war alles, was ich sagen konnte, denn damals hatte ich das noch nicht ganz verstanden. Ich erinnere mich, dass ich dachte, ich weiß es nicht genau, aber ich habe verschiedene Wünsche, Träume, Hoffnungen und ich liebe Jesus, diesen unsichtbaren Gott, der unglaublich ist und für meine Schuld gestorben ist. Ja, die Leute dachten, ich sei ein bisschen verrückt, aber dann hat mich Gott in diese wunderbare Gemeinschaft geführt und jetzt singe ich christliche Musik. Ich finde es toll, dass Sie als Musikerin sagen, dass es nicht die Predigt war, sondern die Musik. Vielleicht hat die Predigt geholfen, aber was Sie erwähnt haben, war die Musik.
Es war musikalische Anbetung, die sie zu Gott gezogen hat. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung, als ich mein Leben Jesus Christus auch in einem Gottesdienst anvertraut habe. Ist das wichtig für Sie als Lobpreisleiterin, dass Sie wissen, dass die Leute in Wirklichkeit eine Predigt bekommen, wenn sie singen? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Musik ist, wie ein Sprichwort sagt, die universelle Sprache. Hinter einer Melodie steckt eine wunderbare Kraft. David war ein Anbetungsleiter und ich denke, das sind wir alle auf unsere Weise. Ob wir nun singen können oder nicht, es spielt keine Rolle. Gott liebt unsere Anbetung und wenn wir ihn wirklich von Herzen anbeten, wird die Gegenwart Gottes kommen. Das war es, was damals passierte. Sie hatten die Atmosphäre für meine Rettung geschaffen. Was ist eine Predigt? In gewisser Weise singen oder predigen sie sehr viel. Viele Menschen machen gerade harte Zeiten durch. Es gibt viel Angst wegen der Krise in der Ukraine. Wir sind immer noch hoffentlich am Ende von Covid und all diesem Zeug. Aber man weiß ja nie, und dann gibt es noch all die persönlichen Dinge, die damit einhergehen. Die Menschen machen harte Zeiten durch, auch Christen, Sie sicher auch. Welche Ermutigung haben Sie für Menschen, die gerade zu kämpfen haben? Für mich persönlich ist das Wort, das ich immer wieder in der Bibel aufschlage und in meinem Geist höre, das Wort Rückkehr. Kehre zu deiner ersten Liebe zurück, kehre zu ihm zurück, vielleicht zu deinem Jesus ist passiert. Oder wenn du noch nie so einen Moment hattest, komm zum ersten Mal. Kehr zu ihm zurück, denn er kommt zurück und das ist wirklich aufregend. Das ist es, was mich antreibt, dass dies nicht unser Zuhause ist, sondern dass wir eines Tages mit Jesus leben werden. Ja, dies ist eine harte Zeit und es ist eine sehr dunkle Welt, in der wir leben, aber es ist spannend, dass wir nicht für immer hier leben müssen. Ja, Amen. Das ist ein großartiges Wort, Rückkehr. Auch sich zu erinnern, oder? Und sich erinnern. Genau darüber spreche ich heute, über diese Idee der Rückkehr. Ich liebe das, über die Rückkehr aus dem Exil wie Babylon oder Ägypten. Und Sie wünschen ja den Menschen die Freiheit, die Gott durch die Rückkehr schenkt. Das ist ein gutes Wort. Auf jeden Fall. Bella Wilson, vielen Dank. Danke, Bobby. Danke, dass Sie für uns singen. Wir wissen das zu schätzen. Vielen Dank.